Und der heißt Lorenz Ettmeier. Schön, dass du bei uns bist, wieder bei uns bist. Guten Morgen, vielen Dank. Du bist ja quasi schon Stammgast hier bei uns im Frühstück. Ja, vielen Dank. Also wir merken ja auch, dass das Zielpublikum von Österreich und OE24 sehr darauf anspringt. Und deswegen freuen wir uns, wenn wir da sind. E-Sports Festival, das ist angesagt. Bis Sonntag, glaube ich, läuft es, gell? Bis Samstag. Bis Samstag läuft es. Sehr spannend. E-Sports, jetzt müssen wir ganz kurz klären, was ist denn das? Muss ich da Gewichte heben? Muss ich da mich sportlich betätigen? Muss ich Langstrecke laufen? Also grundsätzlich, wie der Name schon sagt, man muss eins unterscheiden. Ja. E-Sports bedeutet einfach Electronic Sports. Mhm. Das heißt, die Menschen spielen Computer, das kannst du auf Smartphones, Tablets, Konsolen wie PlayStation, Xbox, genauso am normalen PC machen. Und das wird immer mehr professionalisiert. Dieser Trend kommt von Asien, schwappte immer mehr. Amerika ist natürlich immer schon ein Vorreiter, jetzt auf Europa zu. Ja. Und man kann das so vergleichen, der Cristiano Ronaldo sozusagen von China ist ein E-Sportler und verdient dort schon mehrere Millionen Dollar im Jahr. Das ist echt schön und auch bei euch gibt es jede Menge Preisgeld zu gewinnen. So ist es. Also wir mit Abstand das hochstudierteste E-Sports-Turnier in Österreich. Wir haben 30.000 Euro in Cash und noch einmal das Doppelte in Sachpreisen, Computer, Gaming, Hardware, Equipment. Aber ganz wichtig, jeder, der zu uns kommt, also nicht nur die Profis, sondern jeder kann gewinnen. Jeder soll vorbeikommen. Wir haben mit unseren Partnern unterschiedliche Spiele, unterschiedliche Games, wo jeder gewinnen kann. Welche Spiele sind denn das? Ganz unterschiedlich. Also es geht wirklich eine breite Palette, ist uns auch ganz wichtig. Wir haben das getrennt, wir haben zwei Bereiche. Wir haben einen Family-Bereich sozusagen ohne Altersbeschränkung. Und dann gibt es natürlich auch Spiele, die eine Altersbeschränkung liegen, die man mit unserem Partner Cineplex ins Kino verlagert. Also wo es auch ein bisschen zur Sache geht. Genau, aber grundsätzlich muss man dazu sagen, also nochmal zu deiner Frage mit den Spielen. Ja. Das geht los von CSGO, League of Legends, Dota, Overwatch, FIFA, Fortnite und so weiter und so fort. Aber Lorenz, was ist mit meinem guten alten Super Mario Kart? Auch dafür haben wir gesorgt. Wir haben im letzten Jahr gemerkt, dass es ein super Hype um das Thema Retro-Gaming ist. Und wir haben eine riesige Retro-Gaming-Area aufgebaut, wo nicht nur die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen vorbeikommen, sondern auch die Eltern, die sozusagen schon ein bisschen mehr Erfahrung im Gaming haben, können sich dort mit den Kindern matchen. Meine Generation. So ist es. Ich habe nämlich erst kürzlich mein Nintendo 64 ausgepackt. Das ist echt cool. Und mein Game Boy habe ich auch wieder gefunden und der funktioniert noch immer. Dann würde ich vorschlagen, du kommst einfach heute oder morgen nach der Abend vorbei und gewinnst dann den Preis. Das ist ja schön. Was gibt es denn da noch so zu gewinnen, so an Sachpreisen? Also grundsätzlich danken wir unseren ganzen Partnern sehr, dass wir wirklich Hardware, Sachpreise, Games, Schuhe, Gutscheine für Fahrschule. Also wir haben wirklich ein riesen Potpourri von Preisen, dank unseren tollen Partnern. Das geht von Drinks, Coca-Cola über die Erste Bank und so weiter und so fort. Ihr habt dabei ein großes Vorhaben. Also ihr wollt da sehr viele Menschen ins Donauzentrum locken. Ihr wollt deine Marke knacken. Genau, also grundsätzlich vielleicht nochmal zur Geschichte. Unser Ziel war es, im letzten Jahr haben wir das Thema E-Sports ganz groß nach Österreich gebracht. Wir hatten damals 6.000 Besucher und 450.000 über Twitch, den Online-Dienst. Mhm. Und in diesem Jahr, der nächste Schritt in unserer Strategie ist, dass wir wirklich diese Schallmauer von 100.000 Leuten brechen. Deswegen auch der Schritt hin ins Donauzentrum, weil man muss sich folgende Zahlen vor Augen halten. Die Hälfte aller Österreicher, also 4,4 Millionen Menschen, spielen Games. Ja. Das heißt nicht, dass ich ein E-Sportler bin, ein E-Sportler betreibt es professionell. Und wir gehen davon aus, wir haben das im Donauzentrum hochgerechnet, dass wir hoffentlich die Schallmauer von 100.000 Besuchern am Wochenende brechen werden. Aber wenn ich jede Menge Trainingseinheiten mache, dann kann ich auch zum E-Sportler werden. Auf jeden Fall, das ist ja das Schöne. ich habe mal anders vergleichen. Früher, glaube ich, haben die Eltern gesagt, du, wenn der Bub gesagt hat, du, ich möchte Fußballer werden, lerne mal was Gescheites. Du wirst da nie was verdienen. Heute weiß man, dass die Fußballer sehr gut verdienen. Und das Gleiche wird in ein paar Jahren auch in Europa mit den E-Sports sein, dass man als E-Sportler Millionen verdienen kann. Sind E-Sportler eigentlich auch so fit dann? Wie? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich so, weil wenn man das auf professionellem Level betreibt, also wirklich professionelle E-Sportler, haben circa eine Durchlaufzeit von 16 bis maximal 25 Jahren, weil die Reaktionszeiten ablassen. Man hat das auch analysiert, weil die Frage ist, ist das wirklich ein Sport? Also der Stresshormonausstoß, der Pulsschlag, also ist wirklich Hochleistungssportler. Und die wirklichen Profis müssen einerseits mehrere Stunden am Tag wirklich trainieren, die Games spielen und zusätzlich ein sehr hartes Fitnessprogramm durchziehen. Das kann man vergleichen mit dem Biathlon, damit der Puls, wenn man dann wirklich spielt, relativ ruhig bleibt. Also man braucht Kondition auch für E-Sports. Auf jeden Fall. Kondition ist vielleicht nicht, aber man muss den Puls unten behalten, damit man von der Reaktionszeit vielleicht nicht von der Taste abrutscht. Also 72 Stunden durchgehend steht auf der Homepage. Das ist wirklich so. Also ihr sperrt es gar nicht zu. Ihr sagt nicht, jetzt geht's nach Hause schlafen. Trinkt was, esst was. So ist es. Also grundsätzlich so, wir haben hier unsere LAN-Party. In der LAN-Party spielen unsere Profis. Da werden die ganzen Turniere ausgespielt. Auch ein Novum. Wir bringen das mit unserem Partner Cineplex dann auf die großen, ich glaube auf eine über 160 Quadratmeter große Kinoleinwand. Das heißt, die Finale der Spiele werden dann wirklich im Kino ausgespielt. Also wenn ich nicht spiele, kann ich trotzdem zuschauen? So ist es. Das ist ja das Thema. Es gibt einerseits die Profis, das sind die E-Sportler, die spielen um die großen Preispools und werden dann in den Kinosälen sozusagen, werden die Finale ausgespielt und unsere Hauptbühne mit dem Donauzentrum. Aber jeder, der ein Gamer ist, der ein Interesse dafür hat, der kann auch spielen. Wir haben unzählige Spiele von Fortnite angefangen, wo auch jeder gewinnen kann. Also kann ich mir da quasi auch dann so Kniffe oder sowas abschauen? Auf jeden Fall. Wir haben auch einige Workshops. Wir haben auch Gigi Luigi Kin zum Beispiel, einen der erfolgreichsten österreichischen Streamer eingeladen, der ein bisschen Coaching-Session macht. Also es ist wirklich so,
Das Ziel ist wirklich, ein Festival von den Profis über die Familie für jeden, der Games interessiert ist, zu und etablieren. Streamt ihr das auch live irgendwie ins Internet? Genau, also wir haben wieder eine Partnerschaft mit Twitch und darüber werden wir hoffen auch da hier, dass wir die Schallmauer von 1 Million brechen werden. Letztes Jahr waren es 450.000 Leuten, die sich zusätzlich zu den realen Besuchen das noch über online anschauen werden. Wahnsinn. Was spielst du eigentlich? Also ich muss sagen, ich habe mich ja immer mehr mit dem Thema beschäftigt. Ja. Ich habe ein breites Potpourri. Also natürlich spielen wir in der Firma auch sehr oft FIFA, weil wir da auch einen Business Cup etabliert haben. Mittlerweile habe ich aber auch schon erste Erfahrungen sozusagen in League of Legends, CSGO und probiere mich da auch mit Fortnite, mit meinem Neffen, meiner Nichte immer etwas weiterzuentwickeln. Oder wir spielen ab sofort ein Gameboy oder sowas, weißt du? Auf jeden Fall, in der Retro-Era, haben wir schon besprochen. Genau, heute. Ich bin ein Oldschool-Mädchen. Dankeschön, Lorenz, dass du da warst. Vielen Dank. Bitte kommen Sie noch vorbei ins Donauzentrum, jederzeit möglich. Einfach, wenn Sie den Lorenz sehen, sagen Sie Servus, machen Sie ein Selfie mit ihm. So ist es. Freut mich sehr, vollkommen. Vielen Dank. Das war's mal von unserem Frühstückstag. Wir verabschieden uns an dieser Stelle in eine ganz kurze Werbepause und sind gleich wieder mit jede Menge Klatsch und Tratsch für Sie da.